Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat eine schwache Börsenwoche hinter sich. Insgesamt gab er 5,6% ab. Besonders am Freitag ging es deutlich nach unten. Wegen neuer Corona-Sorgen stürzte der DAX um fast 4,2% bzw. 660 Punkte in die Tiefe. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, Viola, der DAX hat eine schwache Woche hinter sich. Was können wir uns denn vom Start in die neue Woche erwarten? Guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht zumindest nach einer leichten Stabilisierung aus, nach diesem Schock und diesem Abrutschen vom Freitag. Denn der Markt hatte das Thema Corona eine ganze Weile ja ziemlich beiseite geschoben, dann durch gewisse Lockdown-Befürchtungen so ein bisschen wieder entdeckt. Aber spätestens jetzt durch das Auftauchen dieser neuen Virusvariante ist das Thema mit Wucht an die Märkte zurückgekehrt. Und da man über diese neue Variante einfach noch nicht so wahnsinnig viel weiß, also ja, dass sie viele Mutationen hat, aber wie gefährlich ist sie, wie sicher ist quasi die Impfung dagegen? Das sind einfach sehr viele Faktoren, die man noch nicht genau abschätzen kann. Und dementsprechend war der Schock jetzt erstmal groß und jetzt ist aber so eine gewisse Stabilisierung erstmal zwar möglich, also danach sieht es zumindest gerade aus, aber dann dürfte man erstmal abwarten, bis man eben mehr weiß über diese Virusvariante und was das dann eben auch für mögliche Beschränkungen bedeutet. Also im Reiseverkehr haben wir die ja zum Teil schon gesehen. Ansonsten haben wir heute noch Daten für die Inflation, also die Verbraucherpreise für Deutschland, die wir dann sehen werden, die vorläufigen Daten für den November. Und die Vorgabenseite, die ist heute Morgen eigentlich eher ziemlich rot, denn am verkürzten Handelstag am Freitag ist an der Wall Street auch dem Dow ordentlich die Puste ausgegangen, aus eben diesen Gründen, diesen Corona-Sorgen. Und heute Morgen sehen wir auch viel Rot an den asiatischen Börsen. Aber trotzdem, ein bisschen Stabilisierung, die dürfte drin sein. Und dann müssen wir tatsächlich auch erstmal warten, sowohl auf Daten, was die Inflationsseite betrifft, aber eben auch Neues zu diesem Thema, zu dieser neuen Virusvariante. Da werden wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf äugen. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Sartorius. Die Aktie von Sartorius hat sich am Freitag gegen die schwache Marktlage gestemmt. Der Pharma- und Laborzulieferer expandiert stark in Frankreich. Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Seit dem Rekordhoch vom September war der Kurs allerdings im Korrekturmodus. Solange eine wichtige Marke auf der Unterseite hält, bleiben die Aussichten auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gut. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.